Hi, willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Ja, frisch rübergefahren mit dem Boot. Und diesmal hat es geklappt. Dann noch ein paar Leichen hier zurückgelassen, ne? Das haben wir letztes Mal auch noch gemacht. Und jetzt gucken wir uns mal hier um. Eigentlich, zumindest so sah es aus, sollte kein anderer, außer diejenigen, die jetzt eh tot sind, und vielleicht diese Kühe hier oben, die sich auch, er macht schon wieder diese komischen Headbang, ja, die sich sowieso nicht dafür interessieren, etwas von diesem Kampf mitbekommen haben. Ne? Also eigentlich so mit keiner. Dead Drow, publicly displayed. The Dwagar are sending a message. Könnte man mit denen noch reden? Man könnte aber auch tatsächlich so ein bisschen umsehen, ob kein anderer in der Nähe ist, um dann quasi auch noch den abzuschlachten. Ich weiß ja nicht, aber ich bin eher so dafür. Was denn mit dir denn jetzt hier? Die Spinnis, die können vielleicht dann noch angreifen, ne? Weil haben die wirklich Bock darauf? Die könnten theoretisch noch angreifen. Ich würde gerne hier alles ausrotten. Aber wir lassen es erstmal so jetzt. Mahai. Don't like strangers here. But Absolute must have took you in. Ja, blöd, ne? Wer hat denn die Drow hier zum Trocknen aufgehängt? Me? Who else? My spiders sussed them out of hiding. Then Nier taught them a thing or two, and I let them fly. Wasn't that Drow hergekommen? Caught him sniffing around. Easy mugs. Had the stench of the Toplands. Hung them here as a warning. Ain't no one drooks with Clan Flameshade. Ah, vielleicht gibt es ja noch andere Clans, die sich untereinander verfeindet sind. Eventuell. So, zumindest, niemand legt sich mit dem Clan an. Ja, ne? Das wüsste ich aber. Geht aber mit den Spinnen mal gucken, ob man die nicht sogar überzeugen kann, von wegen. Das wäre ja geil. Ich habe mit denen reden an, ne? Das heißt, ich könnte sie verstehen. I speak true, brothers. You know it in your hearts. You know it in your very souls. We need no Lolf, no Spider Queen. Father Mirmuth is the head of Clan Lur. He hatched us, raised us, feeds us. What care we for his business here? He keeps us small, keeps us contained. We should be with the Spider Queen, revered, adored. So, okay, die haben scheinbar so einen kleinen Twist. Ein paar von denen wollen hier bleiben bei denen, ne? Ein anderer wollen wieder zur Spinnenkönigin zurück. Dass es natürlich Leute gibt, also dass es natürlich Spinnen gibt, die zur Spinnenkönigin zurück wollen, das kommt uns natürlich gelegen, weil vielleicht können wir die dann überreden, ja, warum macht ihr das denn nicht? Und greifen dann ihn an, ne? So. Weil die Spinnenkönigin wird so oder so existieren, so ist es. Also die, ich würde so oder so existieren. Das heißt, auch wenn die jetzt theoretisch, wenn ich die theoretisch alle umbringe, und dann ist die Spinnenkönigin ja trotzdem noch da. Spinnen für die Spinnenkönigin klingt logisch. Religion. Ja, ich bin nicht so intelligent für Religionssachen, ne? Wobei, jetzt auch nur minus eins. Herausfinden, wie diese Meuterei endet. Ja. Ich bin da angreifen, die der Nächsten ist. Nee, eigentlich würde ich eher interessieren, was passieren würde, also was die Spinnen machen würden.
Das ist wieder so eine Frage, ne, die man so wieder so falsch verstehen kann, ne? Einerseits so, was kann da schon schief gehen? Sarkasmus, so von wegen, ey Leute, seid ihr doof oder was? Oder aber so, na, was kann da schon schief gehen? Mach doch, ne? So, und, ja, ich fall da nicht nochmal rein drauf. Diese Sache ist schon einmal passiert. Und was ist dann geschehen? Ganzes Pilzlager ist nicht mehr existent. Wegen, muss mal gucken. So, gut, das mit dem Nachdenken, was du über Spinnenkönig. Ich meine, wenn ich das verkacke, ich denke ja nur nach. Also was soll denn da jetzt schon irgendwie schief gehen, oder? Oder ist es eine 10? Also das sollte ich jetzt durchaus hitten, sei schon ganz knapp. You've read that harming spiders is illegal among Loth's faithful and often punishable by death. Father Murmuth is our past. Loth is our future. These spiders are loyal to the local Dwergar. In the event of a fight, they will join the fray against you with slavering enthusiasm. Okay, und ich habe noch eine Motivation erkennen geschärft. Diese Spinnen sind den örtlichen Dwager ergeben. Kommt es zum Kampf, werden sie sich jederzeit enthusiastisch gegen dich stellen. Also das heißt im Grunde genommen, wenn ich jetzt hier irgendwie kämpfen sollte, werden die Spinnen gegen mich sein, und zwar alle. Obwohl das jetzt vorher noch nicht so klang. Ich bin mir nicht so sicher, wenn ich jetzt sage, überzeugen und ich schaffe das, ob das gut ist, weil die Spinnenkönigin, die werden wir dann auch noch treffen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das so gut ist, wenn die dann zur Spinnenkönigin gehen, dann... Humor macht, dass der Typ, der allen von seinen nutzlosen, hässlichen Spinnen erzählt. Ich mach das. Ja, genau. Ich mach das. Das ist doch geil. Das nehme ich. Come on, das muss klappen. Da bin ich mal gespannt, was jetzt die Spinnen machen. Useless? Hilfreich? Xanta, is it so? You see? Father Murmuth's time has passed. Come, brothers. Follow me into Lolth's hairy embrace. Her embrace? We're ready. We follow. Yes. Now, brothers, our new dawn awaits. Scheiße. Okay, 160 Erfahrungspunkte, was kommt jetzt? Die gehen einfach weg. Oh, ich dachte aber. Okay, ich dachte, die würden den jetzt noch angreifen. Okay, da oben ist, glaube ich, der Händler. Na, was ist jetzt mit seinen Spinnen passiert, ne? Hm? Wo sind sie hin? Deine ach so tollen Spinnen. Quit distracting me. Habt ihr bemerkt, dass eure Spinnen ausgebüxt sind? Hey? Oh, those worthless bugs. Always were the stupidest ones I ever raised. Hope the Minotaurs get them. Ah, okay, dann hatte ich ja mit meiner Überzeugung oder mit meiner Täuschung ja nicht mal Unrecht gehabt. Also eigentlich habe ich, nie wirklich jemanden getäuscht oder gelogen, sondern er findet die tatsächlich nicht nichts nützig. Also eigentlich war ja alles richtig. Guck mal. Ja, jetzt natürlich noch die Frage. Will ich den umbringen? Eigentlich hätte er nicht Bock darauf, den auch noch umzubringen, ne? Come on! Probieren Sie aus.
Mal ein bisschen hier hin. Dann sieht das irgendwie gar keiner. Hier hin. Hier hin. You attacked someone. Only the guards are allowed to do that, as this one is about to demonstrate. Sorry, aber ich glaube, dass Nun, ich habe nur einen Insekt geschlagen. Das war keine Absicht. Egal, wenn ich verkacke, ich würde das trotzdem nochmal. Okay, das habe ich sogar, glaube ich, nicht verkackt. Nee, habe ich nicht verkackt. Ich hätte sowieso nochmal drauf geschossen. Ich wollte ja. Ja, den Text kennen wir ja eine Weile. You attacked someone. Only the guards are allowed to do that. Angreifen. Nur erst im Kampf. Okay, perfekt. Ich bin ja voll geheilt. Ich dachte, ich würde... Nee, das hat ja voll viel gebracht. Jetzt habe ich noch einen Angriff. Achso, ich hätte mal... LOL, das macht ja voll Damage. Ja, lieben. Das ist ja ungeil. Das ist ja ungeil. Immobil gefesselt, aber du kannst ja trotzdem fernkampfmäßig bestimmt angreifen, oder? Oh, ich bin nicht mehr gefesselt. Shit, viel stark. Ja, ich kann nochmal angreifen. Interessant. Was ist sie dran? Einmal reingehauen. Daneben gehauen. Ah, schade. So, Berchi. Macht er hier mit seinem Honigpfoten da irgendwas? Ich glaube mal, ja, ne? Mal Waffe am Boden, super. Jetzt kann er auch nichts mehr machen mit deiner Waffe. Im Bedarf ist man safe. Und jetzt hitten wir noch mal. So. And these things have stayed interesting. Und die haben tatsächlich nichts bemerkt. So muss das. Habe ich irgendwie noch jemanden, der so ein Flächendamage machen könnte, womit ich alle vielleicht aus der Säure rausgehen? Irgendwen, der noch Flächendamage machen könnte. Natürlich, eigentlich wäre es sogar cleverer, wenn ich dann zum Beispiel sie nehme. Sie geht nah an jemanden ran und hittet den richtig hart in die Fresse. Eventuell sogar, wenn ich das machen würde, zum Beispiel ihn hier, der wäre instant tot, wenn das hittet. Die sind ja auch böse. Also, ich mache ja eigentlich auch nur, ich mache ja gute Taten, hallo? Loot mal den hier. Ich müsste auch langsam mal ein bisschen das Lager mal nutzen, ne? Ich speichere das Ganze mal, ich will die da oben auch nochmal umbringen. If not over, then through.
space dipshit! It's stick pick, you piss pot. That's what I said! Stick shit! My mug's gone dry, stick shit! You heard her, stick shit! Fill her up! Das geht ja gar nicht. Also ich finde, da müssen wir jetzt erstmal die Leute ein bisschen mobben. Weil ich finde schon, dass wir dann auf ihn gehen. Ne? So ist das doch. Also, würde ich sagen, du... Der ist schon mal fast tot. Wenn jetzt noch Asterion gut trifft, dann würde der nicht mal angreifen. Was da schon mal ein bisschen weniger Damage bedeutet, ne? Asterion, du sollst auch treffen. Das ist natürlich ungünstig. Naja, gut, ich sag mal so, immerhin hat er nicht Asterion angegriffen. Ja, komm, so ein Schubser ist ja. Oh, ja, gut, kritischer Fehlschlag. Man muss auch so ein bisschen clever sein. So, ich würde sagen, wir greifen ihn an. Den anderen, der hat noch einen Lebenspunkt, der ist ja sowieso gleich tot. Deswegen machen wir mal hier. Damit er seine Waffe verliert, ich glaube, das geht. Ein paar. So gehört sich das. Und dann einmal. Du darfst nur einmal? Achso, weiß ich ja schon. Oh, ja, gut. Ah, komm. So, dann geht das hier mit ihr heilen. Weiß ich jetzt noch einmal nicht, aber erstmal würde ich mal sagen, soll sie mal hier treffen. Ja, wir haben getroffen, auch wenn wir den Boden nur gesehen haben. Whatever. Es hat funktioniert. So, und er hat keine Waffe mehr. Das heißt, er kann auch nicht mal hier richtig schön hitten und so. So, aber wir können jetzt noch. Fupp. So. Let's move. Ja, das ist. Oh, hier nochmal ein Wyvern-Gift. Warum nicht? Ja, kann Dialog haben. Was steht denn hier im Buch drin? Erste Nacht. Ein paar Schlucke Ranblas und bei Ladur. Was? Ladugur. Ich hab Pisse geschwitzt. Es war pechschwarz. Bis der Gedankenschindern kam, so echt, dass ich seine Tentakeln auf dem Boden schleifen hören konnte. Ausziehen, befahl er, und meine Hände gehorchten, als wäre es eigene Wesen. Nehmen, kam der nächste Befehl. Mir wurde ein Dolch hingehalten, schwarz, mit altem Blut. Ich sah meine Finger dabei zu, wie sie sich um den Griff schlossen. Der letzte Befehl, schneiden. Ich schüttelte den Kopf und schrie, nein, 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 und saß dann senkrecht im Bett. Was? Verschissen und verschwitzt. Nur ein Traum, sagte Piss, aber so hat es sich nicht angefühlt. Eher wie eine
Erniedrigung. Zweite Nacht. Ich habe einen ganzen Humpen geschafft, bevor ich auf dem Boden aufschlug. Ich stand nackt und zitternd den Drugning Dolch in der Hand und konnte meine Füße nicht rühren. Es war, als wären sie in Eisen gegossen. Die Tentakeln des Gedankenschinders streichelten von hinten mein Gesicht. Schneiden. Ich schrie und zitterte, als meine eigene Hand die Klinge zu meiner Brust führte und sie zerschnitt, bis das blutige Bild eines Gedankenschinders entstanden war. Da erwachte ich mit einem Ruck. Rithwar stand über mir. Erinnerungen an unsere Versklavung durch die Lysiden. Als wir noch Zwerge waren, sagte er, dann verdrosch er mich, weil ich mich betrunken hatte. Trinken führt zu nichts Gutem, sagte er, aber es fühlt sich verdammt gut an. Das ist mal sicher. Ja, gut. Krasses Buch. Ja, toll. Wenn wir nur eine Leiche haben, haben wir noch gar nicht gelootet. Warum ist auch nur die rot? Ich weiß nicht, warum nur die rot ist. Hä? An die Leiche, die andere ist hier unten. Ach, guck mal an. Wir haben noch ein Gift, wir haben noch das. Da sind auch mehr, die wir killen können. Ja, ich weiß, Leute. Natürlich nicht die Lösung aller Dinge, aber irgendwie macht Spaß. Have to keep going. Hier haben wir einen Aufzug. Weicher mal, vielleicht funktioniert der. Dein Abenteuer geht weiter. Vergewissere dich, dass du alles erledigt hast, ehe du dem nächsten Schritt wagst. Oh, kommen wir da in den Turm? Das lassen wir uns mal offen, wenn da das Spiel schon sagt, dass mein Abenteuer weitergeht. Dann möchte ich mich kurz hier unten nochmal umsehen. Es sind auch ganz viele Leichen. Was habt ihr denn hier gemacht, die blöden Leute hier? Novize, von wegen Novize, also. Leute. Das Novizen. Hab ich gesehen? Unless you're here to kick some stiffs lakeside, I suggest you bugger off. Ich hoffe, du suchst sie zuerst. You gotta be kidding. These trash don't have nothing on them but rocks. Rocks. Ich kann mit denen handeln. Na gut, wer hätte es gesagt? Wir untersuchen die Leichen. You spot a shiny trinket on one of the corpses. Nach dem Glitzerding. Ich mach das hier fertig, ihr solltet den anderen stoßen. Nach dem Glitzerding greifen? Ja, natürlich. Machen wir. 20! Cool! Oh, ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, okay. Ja. Easy.
Na, was wird's sein? Ein Ring? Quit sniffing around. You're starting to get on my nerves. Nerves? Nerves. Gegenstand halten. Der Gegenstand muss ja irgendwie geil sein, wenn der jetzt so special angezeigt wird. Oh, Unsichtbarkeit. So, was habe ich denn? Ja, warte mal, dann machen wir mal hier das Menü hier auf. Also, ich habe tatsächlich zwei Ringe. Einmal ein Ring, der irgendwie gar nichts kann, der aber nur da ist. Und dann Zuflucht. Ja, okay. Bin ein Vorteil. Unsichtbarkeit ist aber tatsächlich eher so ein Ding, was ja... Wobei, er hat ja auch schon Unsichtbarkeit mit... Was in den Schatten gehüllt. So, eigentlich würde ich ja eher sagen, ich gebe das... Ich gebe das ihnen hier. Ne, macht glaube ich mehr Sinn. Asterion. So, und ihr hasst mich scheinbar, also ihr mögt mich nicht so sehr. Ich habe da eine Antwort für. Ich weiß, ich bin jetzt gerade sehr auf dem, ich bringe alle um, Trip, aber... Naja. Come on. Warte mal. So, hier. Let anyone in around here. Anyone. Oder trifft das? Das ist nur 55%. Das würde aber tatsächlich ja. Ja, nee, sorry. Ich habe hier. Wir haben nicht gekämpft. Ich habe nur eine neue Kampfmethode demonstriert. Achso, das geht nicht. Ich fordern mich ruhig heraus. Ich bin eh besser als ihr. Was, glaube ich, sogar stimmt. Was man hier bei den anderen gezeigt hat. Demonstriert habe, gezeigt habe. Los, fordert mich heraus. You're free to go. This time. Ach so, diesmal darf ich gehen. Ja, ja. Diesmal darf ich gehen. Angreifen. Oh. Ja, ich habe gerade gesehen, wie der sich geheilt hat, deswegen schnell mal das machen, damit er das nicht macht. Und wir packen auf ihn dann auch noch schön das Ding hier. So. Das ist ärgerlich. Yes. Das tat bestimmt wie... Ich kann nochmal Tatendrang machen und dann können wir den... Aber ich habe eine Idee. Gar nicht mal zum Angriff gekommen. Ja, blöd gelaufen, ne? Ich meine natürlich, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Boah, Kriegshammer. Gut, ist tatsächlich auch eigentlich... Achso, nee, ich will gleich ja mit mir mal wieder. Aber ich glaube, Kriegshammer und so für... Deep gnomes killed under the yoke of slaves. Wollte ich gar nicht. Tiefe Gnome. Ja, es geht ja gar nicht Sklaverei, das verabscheuen wir.
Ich nehme die Leben deren, die euch geraubt haben. Nee, die eures geraubt haben, ja. Ich nochmal mit dem Leben. Und ich nehme auch eure Sachen. Was ist jetzt mit dem Ding hier? Also wenn ich jetzt mal mit Lazeel vergleiche, ich glaube nicht, dass das was bringt. Nee. Und wenn ich das mit ihr vergleiche, ist mal zwei Händler, ne? Also gut, sie hat ein Schild, das heißt also eigentlich, ja, sowieso nicht glauben. Ja gut, dann ist das Verkauf, wenn wir es zu kaufen. Müssen wir sowieso mal machen, ne? Und Lagervorräte gehen auch langsam wieder richtig hoch. Also wir könnten theoretisch auch mal wieder rasten. Also, ne, das ist ja auch mal wieder am Start. Wir brauchen aber eigentlich Geld. Aber wir haben ja hier auch tatsächlich einen Händler. Da können wir noch mal ein bisschen was an Sachen verkaufen. Hier die Zweibandgift, was ich sowieso nie würde hier einsetzen, das können wir dann theoretisch auch mal verkaufen. Ja. Light on my feet. Also ich glaube tatsächlich, dass es hier immer weniger wird mit den Leuten. Wir gucken uns hier noch ein bisschen weiter um nächste Folge. Hier scheint es ja tatsächlich weiterzugehen mit dem Aufzug. Da sagt das Spiel ja, pass auf. Aber wenn das so alles so ein bisschen... Oh, hier haben wir noch... Und die sind aber auch interessant... du bist aber ein ganz interessanter Typ. Level 5, aber nur 25 Lebenspunkte. Ich glaube, du könntest einer der Nächsten sein, die mir zum Opfer fallen. Das sieht aber ganz interessant aus. Ich glaube, kann das sogar die Schmiede sein? Ja, das sieht interessant aus. Aber zumindest befreie die Tiefengnomen. Und wen haben wir denn die Quest nochmal bekommen? Von wem haben wir die Quest mit dem Tiefengnomen befreien? Ach so. Die eine. War das die? Die wir gerettet haben bei den Pilzen, weil die da so lag und dann danach plötzlich rumlief und dann sagt, oh nein, wir sind Diebe, und die wir dann umgebracht haben. Gut. Eventuell war die das. Ja gut, wir könnten ja gucken. Also ich meine, bis jetzt haben wir eine Spur der Vernichtung hinter uns hergezogen, hier, weil das tatsächlich eigentlich ganz gut möglich ist. Und hier oben da läuft, ja, die da. Jetzt haben wir nur ganz wenig Lebenspunkte. Die ist instant tot, wenn wir da einmal so einen kleinen Angriff machen. Und die können wir dann auch mal schön angreifen. Aber bevor wir das machen, ich meine, das sind der Händler. Also ich meine, da kann man ja auch mal gucken, ob was die zum Handeln haben. Vorvision. Wobei, wenn wir sie umbringen, dann bist du ja eigentlich eventuell das Inventar. Ich hoffe mal vielleicht sogar. Ich sag mal so, nächste Folge werde ich versuchen, die Spur der Vernichtung weiter zu treiben. Die werden alle sterben dafür, was die Pilzen angetan haben. Ich denen aber auch angetan habe. Das ist egal, das spielt keine Rolle. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.